So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Wir werden jetzt das ein Camp von den Varskriegern wieder ausschalten. Oder Marakiat. Piraten, ich sag immer Rakiat. Warum sage ich immer Rakiat? Ich verstehe das nicht ganz. Da war schon wieder sowas. Kennt ihr das? Ihr träumt? Ihr träumt irgendwas? Ja? Und irgendwann das, was ihr geträumt habt, erlebt ihr wirklich und sagt dann bei euch im Kopf, Moment mal, das habe ich doch schon irgendwie gehabt. Ich habe das so oft, als ob ich in die Zukunft träumen könnte. Ist zwar dick chillig, aber es ist auch irgendwie... So. Wir haben da einen Pädophilen. Was macht der denn? Ein Strauß. Gut. So. Dem Alarm ausschalten, das gebe ich gerade höchste Priorität. Das gibt. Es gibt nochmal extra EP. Ich bin völlig durchgeschwitzt. Wenn ich es schaffe, mich jetzt hier noch so rauszuschleichen. Oh, vorsichtig. Jawohl. So, auf den Käfig geschossen, jetzt kommt das Tier frei. Alter, der Strauß geht ja ab. Der Strauß geht richtig ab. Wo ist der? Der Strauß ist schon tot? Komm her, mein Freund. Ist Geschichte. Der ist auch weg. So. Jawohl. Jetzt hole ich mir meine Wildschweine. Aber wo ist der Strauß, Alter? Ich will den Strauß. Hier haben wir den Hund. Oh, der Strauß ging ja ab, Alter. Der kam frei und hat gleich zwei Leute umgenietet. Richtig krass. Drei von... Da ist der Strauß. Tierhäuten. Zack. Kasur. Das ist ein Kasur. Was ist denn ein Kasur? Den habe ich ja... Kasur sind flugfähige... Flugunfähige... Vögel. Okay. Sind flugunfähige Vögel, die in Rock die Rock-Ureinwohner als wertvolle Tauschware eingesetzt haben. Und das ist wahrscheinlich der lächerlichste Satz, den ich hier geschrieben habe. Das war wohl vom Entwickler. Eine neue Rennjäger ist verfügbar. So. Ich nehme mir mal vielleicht nicht euren Wagen. Wie weit sind die Wildschweine entfernt? Vielleicht... Ach, da können wir gerade hinlaufen. Das ist hier gerade mal so schnieke um die Ecke. Das ist da vorne schon. Ah, die helfen mir.
Aber gut, mich würden jetzt eher die Wildschweine interessieren. Hier irgendwie. Hier in diesem dunklen Waldgebiet müssten die sein. Das ist ein echt kleines Jagdrevier. Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Im deutschen Wald rennst du rum, ne, alle 2 Meter triffst Wildschweinscheiße, weißt du? Und hier findest du nichts. Ein Quad. Alter, was ein Blutbad. Oh, weg. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube noch gesehen hat. Da war eine riesen Blutlache. Richtig krank. Da hinten ist ein Tempel. Irgendwo da. So. Ein Schwein. 2 Schweine. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh oh. Soll ich rennen oder nicht? Soll ich rennen oder nicht? Fuck! Alter! Links Shift, Links Shift, Links Shift. Blödes Vieh, blödes Vieh. Blödes Vieh. Alter. Oh. Alter. Rook Eisen ist einer gefährlicher. Boah. Mein Herz. Leck mich am Sack, ist sehr schnell. Boah, wenn ich die Piraten nicht kriegen, dann die Leoparden. Dieses Riesenkätzchen sind Raubtiere, die alles fressen, was. Puh. Alter, was für ein Drecksvieh. Oh. Alter, habe ich mich verjagt. Da kommt der hinterm Auto vorgescheißert. Was ein Drecksvieh. Boah. Und kein Wildschwein? Alter, hier findest du Leoparden, weißt du, aber kein Wildschwein. Ich hasse dieses Spiel. Haben wir da vorne? Das sind Steine. Oh, Alter, mein Herz ist auf 470. Boah. Ah, grünes Blatt, das kann ich mir mal... Vielleicht kann ich mal so für grünes Blatt oder so ein Shortcut benutzen. Die müsste ich nämlich mal... Irgendwie so Herstellung oder sowas. Boah, was ein Drecksvieh. Was haben wir denn hier? Ach, das ist nur eine kleine Felsenschlucht. Da haben wir auch irgendwie nur normale Hausschweine. Keine Wildschweine. Das ist mir echt ein Rätsel. Es kann doch nicht so schwer sein, hier ein paar Wildschweine zu finden, oder? Ist auch ein normales. Das ist mir echt ein Rätsel. Näher ranzoomen kann ich nicht. Dort drüben ist der Earnhardt. Das ist doch kacke, ey. Uah! Ah! Renn, 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 renn. Dreckshunde. Pff, Hilfe! Kaufen wir mal dort Munition hier. So, ich bin sicher. Alter, ihr hört es ja auch, das halbe Massaker da draußen. So. Ja. 20% Rabatt. Mengenrabatt gibt es hier. Ah, ich hätte mir auch das erst nehmen sollen. Okay, glitzert noch sonst hier was? Ja, hier ist was, das ist auch Munition. Toll.
Da oben ist diese Kanone, da gehe ich jetzt mal hin. Und keine Wildschweine. Respekt. Ass-Spielkarte, $30. Keine Wildschweine, ich fress ein Besen. So, die Lüftung vom Rechner mal schnell geändert. Ist praktisch so eine Lüftungssteuerung. Da haben wir ein Auto und auch diese eine Schlucht da. Folge muss ich auch gleich beenden. Fuck. Es muss doch irgendwo Wildschweine geben hier auf dieser Scheißinsel. Tapir. Das brauche ich aber momentan nicht. Was ist das denn da hinten? Ach, das ist dieses Kreuz. Tach. Sind wir überhaupt noch im Jagdgebiet? Natürlich nicht. Wir sind schon ewig dran vorbei. Ich würde jetzt gern schon eine Aufnahmepause machen, aber dann wäre die Folge so extrem kurz. Das ist Kaka. Das ist dick Kaka. Oh, hier scheint es sogar gebrannt zu haben. Ist das Gras nicht mehr so grün? Lauf mal langsam hier durch. Da oben vielleicht noch. Ach, hier sind wir wieder. Ich würde gerne noch extremst lang weiterspielen, aber ich darf nicht. Wildschwein oder normales? Ich glaube, das ist normales. Ja, ist normales. Ach Mann! Das Spiel mobbt mich. Was soll diese China-Technik? Das gibt's doch nicht. Hier, jagt diese Schweine da. Alter! Danke. So. Mann. $20. Heißt, hier sind überall Schweine, aber... Kein einziges Wildschwein. Ist doch scheiße. Bin auch bescheuert. Ich sehe mir hier gerade das Symbol an. Das Wildschwein, das hat da noch so einen Strich, so ein Pinökel da. Und das hat das hier nicht. Kein Wunder, dass ich hier nichts finde. Aber wo soll denn sonst hier sein? Etwas. Verdammt,
die Folge ist auch schon wieder ein bisschen länger als gedacht. Reisen wir mal schnell dahin, dass ich speichern kann. Und ich mache dann mal eine Aufnahmepause. Eigentlich heißt das ja, man soll so alle Stunde mal eine Aufnahmepause machen. Gebe ich auch recht, weil dann die Konzentration extremst nachlässt. Bei so Mega-Sessions von 2 Stunden. Na, was heißt Mega-Session? 2 Stunden ist eigentlich so der typische Aufnahmestandard. Man nimmt 2 Stunden auf und tut dann ungefähr einen Tag rendern. Das Aufnehmen selber ist, glaube ich, gar nicht so die Riesenarbeit, haben wir noch seht. So, Fähigkeitspunkte haben wir 2 Stück. Da tue ich mal hier. Hergestellte Spritzen dauern länger. Tod von oben. 5-fache EP pro Kill. Ruhige Hand. Drücke Steuerung, um das Fadenkreuz beim Ziel mit einem Zielfernrohr 2 doppelt länger stabil zu halten. Gut, das finde ich jetzt nicht so super. Adrenalin. Wenn du keine Medizin hast, halte Q, 2 Gesundheitsfelder. Das ist auch vielleicht ganz gut. Das mache ich mal. Grüner Daumen, du erntest doppelt so viel Gegenstände von Pflanzen. Sprint. Ne, das will ich nicht. Explosionsgeschützt. Ich glaube, ich spare mir den nochmal auf. Hüftschütze, verbessert Triffsicherheit mit Pistolen, MPs und Schrotflinten. Nee, das ist nicht so das unbedingt, was ich möchte. Naja gut, ich fange da mal an zu rendern. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge, wenn ich es schaffe, pünktlich aufzunehmen. Ja. Wenn ich es schaffe, wieder pünktlich aufzunehmen, dann gibt's halt dann wieder Far Cry 3 am Samstag. Beziehungsweise morgen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Ich glaube, ich habe jetzt bis Sonntag aufgenommen, dass ich den einen Tag noch Luft habe. Weil ich ja Zeit habe jetzt. Aber ich habe im Moment auch gerade Besuch aus Hamburg, daher geht das jetzt nicht. Ich muss mal gucken, wie lange ich aufgenommen habe. Also wenn, dann kommt eigentlich am Samstag ganz normal regulär. Und wenn schon Samstag war, dann kommt die nächste Folge halt morgen, wenn ich es schaffe, pünktlich aufzunehmen. Und ja. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, sprechen wir dann mal mit dem Earnhardt, wenn ich mich dran erinnere. Dann sprechen wir halt mit dem Earnhardt. Und dann reisen wir weiter und kommen dann zum... Oh, Stacheldraht. Und dann gehen wir zu der Wildschweine und ich hoffe, dann kriegen wir unseren verkackten Munitionsbeutel, Alter. Der fuckt mich so ab, dieser scheiß Munitionsbeutel. Gut, dann vielen Dank für das Zuschauen bis jetzt. Wenn du dieses Video das erste Mal siehst und noch nicht die anderen Folgen von Far Cry, guck dir die dringend an, diesen... Interessant, ne? Wer will denn bitte seine PowerPoint-Präsentation recorden? Das ist der dümmste Shit ever. Gut, ich fange dann an zu rennen. Ihr macht irgendwas noch. Viel Spaß mit dem heutigen Abend. Jetzt haben wir ungefähr 18.20 Uhr, wenn ich mich recht entsinne. Laut deiner Uhr müsste es jetzt 18.20 Uhr sein, wenn du top aktuell guckst. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Folge 7, 8, 9, 10, keine Ahnung, welche Folge das ist. Tschüss!